Hallo, ich lebe noch. Mein letztes Video ist ja schon, ja, 2 Monate ungefähr her. Es hat so ein bisschen einiges passiert bei uns und ja, es war halt nicht ganz so einfach und ja, jetzt aber wieder alles soweit, denke ich mal, in Ordnung. Und deshalb fange ich jetzt auch wieder mit voller Elan an, ein Video für euch zu drehen. Ich werde auch demnächst noch eine neue Videoreihe starten. Die handelt sich um unsere neue Wohnung. Genaueres dazu werde ich euch dann in dem Video dann dazu erzählen, warum, weshalb, weswegen. Und damit ihr ein bisschen Verstand seid, ich werde euch da Wert auch mitnehmen, was unsere Wohnungssuche angeht, wie die Renovierungen von sich gehen und den Umzug. Und ich hoffe, es gefällt euch und wir fangen jetzt mit einem kleinen Aufgebraucht-Video an. Heißt nicht wirklich ein kleines, ein relativ großes Aufgebraucht-Video, denn ich habe seit, ja, letztes Jahr das schon vorgenommen, habe dementsprechend auch lange schon gesammelt und es ist doch einiges jetzt zusammengekommen. Und das würde ich euch jetzt gern zeigen. Als erstes fange ich an mit Toilettenpapier. Das, was ich das ganz toll fand, das hatten wir zufällig entdeckt gehabt bei Kaufland. Das ist von Ceva. Samtig, da sind 16 Rollen drin gewesen, 3 Blatt. 140 Blatt pro Rolle. Und wir haben für diese 16 Rollen, haben wir, ich glaube, 5 Euro bezahlt oder so. Ich fand das relativ günstig, wenn man nicht so guckt. Man hat dann bloß 8 Rollen drin und bezahlt schon fast 3 Euro oder so. Und ich finde es auch sehr weich. Also ich finde es wirklich echt super. So, meine kleine Tüte immer gewesen, wo ich schon was reingestapelt habe. So, und dann geht's weiter. Ich habe jetzt ein bisschen was. Wir gehen jetzt vom Bad kurz in die Küche über. Zeige ich euch bloß meinen Kaffee, den ich die letzte Zeit gerne getrunken habe. Das ist einmal dieser hier. Der ist auch vom Kaufland. Da sind 18 Stück drin. Das ist so mit Haselnussstücken. Schmeckt mir persönlich am besten. Kostet, ich glaube, 1,99, 1,79, bin mir nicht ganz sicher, aber ungefähr 18 Stück drin. Den gibt es auch noch in den Sorten Double Shock, Melange Karamell, Fresh Vanille und Creme Cappuccino. Ich finde halt den mit Haselnüssen am besten. Das, den wir mit Geschmack haben, habe ich noch einen ganz normalen. Den habe ich vom Edeka und zwar das ist dieser hier. Der kostet 1,79, sind 20 Stück drin. Und den trinke ich persönlich am liebsten von den günstigeren Varianten. Ansonsten habe ich irgendwelche von Natassimo. Da ich aber jetzt schon sehr lange nicht mehr bestellt habe und nicht nur wegen Kaffee bestellen möchte, ist es dadurch, muss ich auf eine andere Alternative umstellen. Die Kaffees kaufe ich mir auf alle Fälle immer wieder nach. Also da ist keine Frage. Bei dem Toilettenpapier ist auch wirklich sehr gut. Muss ich auch gucken, wenn es im Angebot ist, weil ich sicherlich wieder nachkaufen. Dann haben wir hier von Frosch. Ein Spülreiniger, der ist schon etwas eingestiebt, weil er sehr lange schon gelegen hat. Aber ist etwas eingestiebt jetzt schon. Würde ich mir definitiv nicht nochmal nachkaufen. Ich sage, okay, er ist gut. Er macht doch wirklich die ganzen Babyflaschen damals auch wirklich sehr gut sauber gemacht. Ich bin froh, dass es endlich jetzt alles ist. Aber man braucht den eigentlich nicht unbedingt. Man kann auch ganz normales Spülmittel nehmen, was sensitiv ist. Und das ist eigentlich, ich finde es totaler Schwachsinn. Aber okay, ich habe einen Coupon damals für gehabt, deshalb habe ich es gekauft. So, jetzt gehen wir zum Bad. Da ist wirklich sehr, sehr viel. Dann fangen wir am besten an mit meinen Wattepads, die ich habe. Das sind die von Evelyn. 140 Stück. Ich glaube 99 Cent oder so. Das sind so eine, haben eine strukturelle Seite und eine flache Seite. Finde ich sehr gut. Kaufe ich mir definitiv für Nabelsen, weil da habe ich mir schon wieder nachgekauft. Dann habe ich hier dreimal Handwaschseife. Da haben wir hier einmal Papaya Buttermilch. Fand ich sehr gut vom Geruch auch her, vom Balea. Dann haben wir Mango Orange. Fand ich nicht so schön. Und dann Limited Edition von Isana. Dieses Copacabana mit Mango und Kokos. Fand ich auch sehr gut. Das allerdings, die werde ich jetzt nicht nochmal nachkaufen. Hat jetzt nicht den Grund, dass es jetzt nicht gut riecht oder so, sondern eher den Grund, dass wir von diesen Nachfüllspendern auf Sacrotan No Touch umgestiegen sind. Habe ich auch mal einen Coupon für gehabt und bin auf den umgestiegen.
Und den finde ich wirklich sehr gut. Wir haben zwar noch einen handelsüblichen Seifenspender da, wenn Isabelle immer kommt. Da Kinder halten sehr gern die Hand runter und diese Sakrotan, die das haben, wissen, dass das Dinger recht teuer sind. Nach hier, die Preise belaufen sich, ich glaube, bei 59 Cent im Angebot bis 99 Cent ungefähr. Frag mich nicht weiter nach den Preisen. Vielleicht wieder reinschmeißen. So, dann geht's weiter mit den Haaren. Habe ich einmal hier von meinem Mann Isana. Das ist For Men. Ganz übliches Männer-Shampoo. Kaufe ich nicht nochmal nach. Da wir auf Balea umgestiegen sind, das For Men Shampoo. Da Balea da DM bei uns am Edeka jetzt ist. Und das für mich persönlich günstiger ist, da ich immer im Edeka einkaufen gehe. Und Rossmann ist bei uns bei Kaufland. Und es ist für mich jedes Mal eine Umstellung gewesen, weil ich nur im E-Center einkaufen gehe und nicht bei Kaufland. Hat ein paar persönliche Gründe. Ich finde es da nicht so schön von den Preisen her. Ist okay, ist immer günstiger bei Kaufland. Aber es ist bei uns so. Ja, es werden sehr viele Gerüchte da entstehen und ich finde es halt nicht so schön und wurde auch schon mal vom Privatdetektiv, also vom nicht vom Detektiv, sondern von einem Security verfolgt, weil ich angeblich was geklaut haben soll und okay. Ich habe nichts geklaut, ich habe einfach nur meine Treuepunkte eingelöst und habe mich wirklich vom Eingang bis hin verfolgt. Vielleicht bin ich nicht nochmal an. Also nicht mehr. Deshalb kein Isana mehr. Dann geht's weiter. Noch mehr für die Haare. Habe ich hier von Balea das Silber-Shampoo. Finde ich persönlich nicht so gut. Wollte ich nicht nochmal nachkaufen. Ich habe es mir geholt gehabt, wo meine Haare etwas blonder noch waren. Habe ich ja im März gehabt und das fand ich nicht so toll, denn die blonden Strähnen sind nicht wirklich den Gelbstich losgeworden. Davon war nicht so gut. Allerdings fand ich diese Sofort-Repair-Kur etwas besser. Am besten finde ich das Silber-Shampoo von Swiff Au Pair. Ich glaube, da finden viele, die glauben meiner Meinung nach sind. Finde ich persönlich definitiv besser. Dann habe ich hier von Ghul ein Shampoo für braunes Haar. Werde ich mir auch nicht nochmal nachkaufen. Da ich mit dem Endergebnis nicht wirklich zufrieden war, denn mein Braun sah, nachdem die Flasche leer war, immer noch genauso aus wie vorher. Ich hatte vor ein paar Jahren mal, hatte ich von John Frieda dieses Braun-Shampoo und das hat wirklich schon nach zweimal Haare waschen, sahen meine Haare wirklich aus wie frisch gefärbt. Also die haben wirklich geglänzt und das Braun, das sah einfach wieder super aus und das habe ich hier definitiv nicht mitgehabt, also nicht mehr nachgekauft. Dann habe ich ein kleines Haarspray von Taft, Revada Taft. Werde ich mir sicherlich wieder nachkaufen. Für die Handtasche echt super von der Größe her. Preislich, keine Ahnung. Ich glaube, 1 Euro noch was. Fragt mich nicht. Ja, auf alle Fälle wird nachgekauft. Dann habe ich eine Sofort Haartönung. Nach 3 Haarwäschen ist es wieder raus. Ja, meine Haare haben zwar geglänzt, meine blonden Strähnen sind immer noch da, wie man sieht. Waren nur ganz leicht kupferfarbend. Und nach einmal waschen war es wieder raus. Meine Haare leuchten nur ganz leicht rot. Und ja, so hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Und ich würde eigentlich auch mal ausprobieren, aber gut, war ein Reinfall. Wird nicht mehr nachgekauft. Dann mein Haarspray von Syoss. Max Holt. Halt 5, also mega starker halt. Ich kaufe mein Haarspray nur von Syoss. Da sind 400 Milliliter drin für 2,99. Ich habe schon, seitdem es, glaube ich, neu auf dem Markt war, angefangen, nur Syoss zu benutzen. Und ich benutze es immer noch. Und werde immer wieder nachkaufen. Es wird sicherlich nicht dieses sein, sondern ich teste mich da gerne in den ganzen Syoss-Produkten, die es da gibt, immer gerne mal durch. Und deshalb wird immer wieder nachgekauft. Zwar nicht das, aber trotzdem ein Haarspray von Syoss. Dann hatte ich jetzt vor kurzem das hier aufgebraucht, den Prachtauffüller von Fruchtis. Habt ihr ja auch in meinem Geburtstagsvideo gesehen gehabt, meine Geburtstagsgeschenke. Fand ich wirklich relativ gut. Also man hat wirklich gemerkt, dass man wirklich mehr Haare auf dem Kopf hat. Also es war wirklich ein richtiger Prachtauffüller. Wenn man es aber nicht mehr benutzt, wird es auch wieder etwas ja, platter mit den Haaren. Dann habe ich auch von
Fruchtis, dieses Hitze-Volume, 48 Stunden, finde ich echt super. Dann hatte ich gehabt, wo ich meine Haare etwas länger hatte, wo ich diesen länglichen Bob hatte, habe ich dieses benutzt gehabt. Nicht sehr gut. Als kleiner Tipp noch, wenn man beim Haareföhnen die Haare so zur Seite nimmt, bekommt man sogar noch ein bisschen mehr Volumen damit. Und ich fand es wirklich echt super. Hatte wirklich 2 Tage gehalten und dann musste ich auch schon wieder Haare waschen. So, das war mit dem Kopf. Jetzt geht's weiter mit Rasierern. Und zwar, da haben wir die jetzt hier alle gemacht. Die Wilkinson, das sind jetzt hier diese 4 plus 2. Das sind die vom Man, glaube ich, gewesen. Das ist immer mal bei uns. Mal kaufe ich die vom Man, mal die für die Frau. Das ist eigentlich groß und ganzen fast die gleichen. Mag ich am liebsten mit, weil das wirklich 3 Klingenrasierer sind. Finde ich echt super. Wird jetzt im Moment aber nicht nachgekauft. Also ich brauche es nicht unbedingt, da ich bin auf einen normalen Rasierer von Venus wieder umgestiegen. Und aber ich glaube, für meinen Mann werde ich, glaube ich, nochmal kaufen. Er nimmt ihn mal gerne für Brust. Das macht sich bei ihm immer am besten. Muss er den teuren Rasierer nicht nehmen. Dann habe ich 2 Rasiergele alle gemacht. Einmal das hier, das war so ein Rest von Schlecke, habe ich bei Thomas Phillips gekauft gehabt. Fand ich nicht so toll. Werde auch nicht mehr nachkaufen, gibt es auch nicht mehr, Gott sei Dank. Weg damit. Und das hier, das fand ich richtig super. Das ist von Balea mit Mangoduft. Finde ich richtig geil. Der Duft ist richtig super gewesen. Nur ich hätte es mir gewünscht, dass er etwas länger anhält, denn er war halt nach Anbruch der Verpackung nicht mehr lange riechbar. Also er hat nicht relativ lange geduftet. Jetzt kommt es mal wieder ein bisschen wieder, aber es ist halt nicht mehr so schön wie am Anfang. Finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten echt super, werde ich mir definitiv wieder nachkaufen. Mango wahrscheinlich auch, aber ich werde auch die anderen Sachen durchprobieren. Die haben ja auch noch Blaubeer und Himbeer, Vanille und Grapefruit und probiere ich einfach mal durch. Wird aber viel nachgekauft. So, dann geht's weiter mit Duschbad. Da haben wir für den Körper echt viel verbraucht. Mein Mann, glaube ich, nicht so viel. Nee, nicht ganz so viel. Er hat aber auch einiges, aber meist glaube ich von mir. Da fangen wir als erstes mal an mit 2 von Balea. Das ist einmal das hier, dieses Purple Kiss und White Passion. Fand ich beide echt super. Nur schade, dass sie wirklich echt leer sind. Und das waren, wie man sieht, Limited Edition. Gibt es leider nicht mehr, hätten wir mehr davon kaufen sollen. Aber Balea Duschgele finde ich echt super. Kann ich echt nichts weiter drüber sagen, finde ich echt super. Ja, hier von Axe African hat mein Mann, glaube ich, geschenkt bekommen. Ja, fand ich jetzt nicht so toll vom Geruch her, aber okay. Ich wollte, glaube ich, nicht nochmal nachkaufen. Also, wenn ich nicht kaufe, dann kauft es keiner wirklich nach. Dann haben wir das hier, dieses Wake Me Up Call. Das fand ich relativ gut. Das ist so eine ganz lustige Farbe. Das ist Giftgrün. Und dieses Giftgrün, das siehst du wirklich auch in Dusche, das ist echt überall dieses Giftgrün zu kleben. Es ist echt der Hammer. Aber es riecht gut und wird auf alle Fälle wieder nachgekauft. Genauso wie das hier, dieses 3 in 1, das nimmt mein Mann noch mit auf Montage. Damit er nicht so viel mit hat. Und das riecht eigentlich auch ganz gut. Also, ja, aber es sind halt die, die am besten halt finde. Dann habe ich 2 von Fa. Einmal ist Mystic mit Shea Butter und Passionsfrüchten, einmal dieses Kaschmir und Weiße Rose. Haben beide auch, fand ich wirklich sehr gut, werde ich auch definitiv wieder nachkaufen. Dann mein absolutes Lieblingsduschbad ist das hier von Nivea. Diamond Touch finde ich richtig, richtig geil. Hat auch einen richtig geilen Duft und der Schaum, das ist so richtig toll auf der Haut. Das ist echt mein absolutes Lieblingsduschbad. Dann habe ich hier von Berry Dreams, ist von Cien, vom Lidl. War so eine Sonderedition, gibt es da nicht mehr. Fand ich echt schade. Hat richtig geil nach Beeren gerochen. War echt super. Richtig geiler Fruchtcocktail. Dann halt hier noch von Isana. Wird nicht nochmal nachgekauft. Hat gut gerochen, aber habe ich vorhin schon erwähnt, warum Isana nicht mehr gekauft wird. Dann von Duschdas, Minze Küss Limette. Fand ich mal ganz toll, jetzt nicht mehr so, weil ich den Geruch irgendwie nicht mehr so wirklich mag. Ich finde, er riecht ein bisschen nach Reinigungsputzmittel. Aber okay. Dann mein Indus Bodymilk von Nivea. Wurde auf alle Fälle wieder geholt, beziehungsweise ich habe es schon zweimal noch als Backup
Backups im Schrank zu stehen und die wird definitiv wieder, da ich ein bisschen eincreme faul bin und dadurch das definitiv mit in die Dusche muss. So, dann geht's weiter mit dem Gesicht. Da habe ich einmal von Garnier dieses Wasabi Clean von Garnier Hautklar. Einmal Duschgel, einmal Peeling. Fand ich richtig geil, hat wirklich, war wirklich sehr frisch, hat aber nicht wirklich mir geholfen gehabt. Gut, ich weiß, hätte vielleicht auch doch geholfen gehabt, wenn ich eher herausgefunden hätte, woran es bei meinen Hautproblemen liegt. Ich sicherlich auch nochmal separat ein Video zu machen, woran es bei mir gelegen hat. Es sieht ja, wie man sehen kann, es ist etwas besser geworden. Und ich werde euch später auch mal erklären, woran es dabei gelegen hat. Dann hatte ich das hier von L'Oreal, das hautperfektionierende Gesichtswasser und die Creme dazu. Fand ich auch beides echt super. Das hat wirklich die Poren super verfeinert. Mit, in Kombination mit der Creme echt super Kombi. Preislich, das hier ganz schön teuer. Das geht mit 1,95 € glaube ich, oder 2 €. Echt super, sehr weich auf der Haut, sehr zu empfehlen. Dann von Garnier Hautklar, eine Creme, ist noch voll, werde ich nicht mehr nachkaufen, da sie diesen Matt-Effekt einfach zu extrem gemacht hat, dadurch meine Poren verstopft hat und ich noch mehr geglänzt habe als vorher. Dann habe ich von Pure Skin von Rival de Lube dieses Fruchtsäure-Peeling, werde ich mir nicht mehr kaufen, da wie gesagt Rossmann, Grund schon genannt und darauf leider auch nicht mehr. Dann habe ich auch von Genie Hautklar diese Creme hier alle gemacht. Die ist schon aufgeschnitten und wird definitiv nicht mehr nachgekauft, da ich umgestiegen bin von LR, dieses Micro Silber. Und das finde ich persönlich am besten. Ist auch meine ganzen Narben auch etwas besser weggegangen. Das habe ich immer noch leer gemacht und zwar immer auf die einzelnen Pickel, die ich hatte, denn etwas Erhebung hatte, habe ich das als Dicker auf die Stelle drauf gemacht. Über Nacht hat echt super geholfen, sehr zu empfehlen dafür. Und günstiger als dieser Pickelstift von Garnier Hautklar. Dann eine Thermomaske. Fand ich nicht so prickelnd. Todesmeermaske fand ich nicht so schön. Ich sah danach schlimmer aus als vorher. Dann für die Badewanne. Zeit für mich fand ich richtig super. Den Geruch fand ich richtig geil. Hibiskus und weißen Tee ist aber wirklich echt Entspannung pur. Sehr zu empfehlen. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Meine Zeit ist nämlich abgelaufen. Wenn ich habe nicht so viel Speicher. Von Balea Feuchttücher werde ich nicht nochmal nachkaufen. Die haben auf der Haut gebrannt und in den Augen beim Augen-Make-up entfernen, abschminken, tierisch gebrannt. Werden nicht mehr nachgekauft. Dann mein, ja, All About Matte Powder von Essence. Leider zerbröselt. Muss ich mir wieder nachkaufen. Habe ich noch nicht geschafft. Wird auf alle Fälle wieder nachgekauft. Dann ein Mascara. Fand ich nicht so gut von Astor. Werde ich nicht nochmal nachkaufen. Hat ein Gummibürstchen. Fand ich nicht so toll. Ich habe gedacht, ich habe gar keine Wimpern dadurch mehr. Also, okay. Dann habe ich hier von dieses Powder Matte Make-up von Manhattan. Fand ich richtig super. Wird definitiv nachgekauft. Wenn ich mir doch mal etwas mehr schminke, wird es sehr gerne genommen. Was ich halt schade finde, ist Sand. Der hellste Ton, den es gibt. Und der ist für mich im Winter leider zu dunkel. Schade, schade, schade. So, da bin ich wieder. Ich muss jetzt leider Pause machen. Denn meine Speicherkarte war voll und ich habe jetzt auch nebenbei noch Abendbrot gemacht. Und dadurch ist das Licht nicht mehr ganz so toll. Ich muss jetzt so ein Licht hier anmachen und aber, naja, ist nicht mehr ganz so viel. Bis dahin werden wir es schaffen. So, dann geht's weiter mit dem L'Oreal Lash Architect Mascara von L'Oreal. Und ich fand ihn jetzt zwar gut, aber jetzt nicht so gut. Also ich musste doch mehrere Schichten auftragen, bis ich wirklich das gewünschte Ergebnis hatte, wie ich es gern haben wollte. Und war deshalb nicht wirklich so begeistert davon. Die Farbe war wirklich sehr gut. Das Midnight Black hier wirklich gut. Aber vom Auftragen her nicht ganz so gut. Denn ich bin immer noch begeistert von diesem Volumen Lashes Excess von L'Oreal. Und da der auch wirklich recht teuer ist, warte ich immer, bis bei Rossmann oder bei DM Rabatte sind. Und daraufhin werde ich mir den kaufen. Ach, der hat hier dieses andere Bürstchen. So ein richtiges Bürstchen, kein Gummibürstchen. Und
ist halt nicht unbedingt so meins und naja, war nicht so prickelnd. Ich habe mir jetzt eine günstigere Übergangsvariante geholt von Essence, so ein falschen Wimpermascara. 3,25 kam der und den finde ich momentan ganz gut. Der macht auch, wie man sehen kann, sehr schöne Wimpern. Also von einmal auftragen, muss ich sagen, kommt an diesen Million Lashes wirklich sehr gut ran. Also hätte ich nicht gedacht, dass auch ein günstiger wirklich so gut ist, wo ich bis jetzt immer nur schlechtere Erfahrungen mitgemacht habe. Und auch was jetzt vom Gesicht her. Jetzt geht's weiter mit Deos. Da habe ich einmal das hier, dieses von Nivea Stress Protect. Finde ich sehr gut, nehme ich für zwischendurch. Dann mein Haupt-Deo ist dieses hier. Von Rexonis Maximum Protection habe ich einmal dieses hier, was jetzt zuerst alle war. Und in Gebrauch habe ich jetzt gerade dieses blaue hier, dieses Clean Squant. Das riecht ein bisschen frischer, das riecht ein bisschen mehr nach Creme, das hier. Das ist halt hier rosa und hier blau, das sind die Unterschiede. Finde ich beide wirklich sehr gut, kaufe ich mir immer wieder nach. Das ist, glaube ich, jetzt schon, der war, glaube ich, schon mein zweiter oder dritter, das ist schon mein vierter oder fünfter. Wie gesagt, ich finde die wirklich echt super. Ich schwitze zwar trotzdem immer noch, ich habe auch noch kein Deo gefunden, was wirklich das komplett unterbindet, aber weil ich wirklich sehr schnell schwitze, wenn ich schwitze, was leider auch im Winter vorkommt, aber okay, im Winter sind es besser als immer bei mir. Aber ist egal. Ich finde die wirklich echt super und wirklich sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Das halt hier so zum Rausdrehen, kann ich nochmal zeigen. Der ist hier wirklich leer, 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 leer. So, und das könnte er knacken. Dreht man raus und die halten auch wirklich echt lange und sind echt super. Und für 12 Minuten nehme ich halt jeden zweiten Tag. Weil jeden Tag ist auch nicht wirklich so meins, weil der wirklich sehr die Achseln, aber die Poren halt zuklebt und so. Und ich merke es sehr oft beim Rasieren, dass dadurch die Klinge sehr schnell stumpf wird. Und daraufhin habe ich es mir angewöhnt, noch jeden zweiten Tag zu machen. Und zwischendurch nehme ich dann halt dieses. Das hier, wo ich auch wirklich sehr, sehr zufrieden mit bin. So, das war mit Deo. Jetzt geht's schon mit meinem Kleinen. Dann haben wir einmal hier das Babyshampoo von Bübchen. Wir haben jetzt das Kindershampoo nachgekauft. Werden wir immer wieder kaufen, entweder das Baby oder das Kindershampoo. Da das bei Tino wirklich am besten auch mit ist. Und vor allem auch wenn Isabel, oh Gott, drehe ich hier, auch wenn Isabel da ist, die hat sehr trockene Kopfhaut. Und der kannst du kein anderes Shampoo nehmen. Ich kann dir nicht das Shampoo von mir geben oder von mein Mann, das geht einfach nicht bei ihr, denn dadurch kratzt sie sich, als ob sie, ja, ich sag mal, Läuse hat oder so, keine Ahnung. Sie hat aber, ich sag mal, keine Läuse. Haben wir festgestellt, sie hat halt sehr trockene Kopfhaut und durch dieses Babyshampoo, was auch die Kopfhaut beruhigt, sie ist halt mit Aloe Vera und Hopfenprotein und das ist wirklich sehr gut. Das haben wir wirklich dann mehrere Male immer wieder genommen. Das haben wir, wo sie bei uns dann mal wirklich länger am Stück war, auch immer wieder genutzt und das hat man wirklich richtig gemerkt bei ihr, dass es echt sich gebessert hat. Und dann haben wir noch Feuchttücher, habe ich einmal hier von Baby Love und von Pampers. Wir haben hier auch noch welche von Penaten, die sind aber jetzt leider nicht mehr dabei, ich habe weggeschmissen. Von Penaten finde ich nicht so toll, da wenn man eins rauszieht bei Penaten, einen Haufen hinterherkommen, weil die so ganz doof zusammenkleben. Egal, ob die am Anfang sind oder halb leer sind, das ist ein bisschen umständlich. Die von Pampers finde ich recht gut. Brauchen wir wirklich immer nur eins, weil die wirklich sehr dick sind. Und, also heißt sehr dick, aber die sind halt so, dass man wirklich bloß eins braucht. Und finde ich wirklich echt super. Bei diesen Baby Love allerdings, die sind halt etwas dünner und ich finde, ich bräuchte, wenn ich einen Popo bei ihm abwische, bei Tino, ab und zu wirklich zwei benötige und daraufhin bevorzuge ich eigentlich lieber diese hier. Aber Heiko verwendet immer zwei, egal ob das diese hier sind oder diese hier. Er nimmt immer zwei Tücher und deshalb kaufe ich dann lieber die hier, weil das bedeutend günstiger wird. Aber ja. Männer halt. Aber kann man predigen, aber okay. Gut.
Das war mein Aufgebraucht-Haul. Er ist wirklich doch etwas lang geworden. Also wir müssen jetzt fast 25 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch jetzt ein bisschen Einblick zeigen, was ich so alles hatte. Ich werde sicherlich jetzt wieder anfangen mit Sammeln. Meine Tüten jetzt leeren und den Rest im Müll schmeißen. Und werde anfangen wieder zu sammeln und dann wieder für euch ein aufgebraucht Video, was sicherlich etwas kürzer sein wird, weil ich sicherlich nicht wieder 5, 6, 7, 8 Monate sammeln werde. Darum wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch, denn wir haben sicherlich, glaube ich, jetzt schon 8:45 inzwischen. Habt einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!